Das ist echt blöd. Die dienen aber gerne. Wenn ihr Hilfe. Gut, wie lösen wir das Problemchen? Schneller als Chick-Ticker, schnell Pratze. Incursus. Okay. Ihr Rettungswürfe gegen Zauber schützen sie gerade sehr gut. Oder auch nicht. Keine große Herausforderung. Ja? Schneller als Chick-Ticker, schnell Pratze. Gut, dann holen wir das ganze Paket raus. Okay. Das hilft leider auch alles nichts. Ja? Ich Wachen, Natur ist bereit. Das ist wohl wirklich ein Fall für. Was kann ich tun? Schutz vor dem Bösen zum Beispiel. Manes, potente, ich warte auf euren Befehl. So. Ich bin der Schmerzen überwältigen mich fast. Hab die Sonne ist mir peinlich. Autsch. Das hat auch nicht ganz so gefunzt. Ja? Bacio, Bacio, Ferre, Vita, Mortis, Kaya. Die Dienerin der Natur ist bereit. Ihr zeigt mir wohin und ich sage zu. Ich helfe wo immer. Vita, Mortis, Kaya. Bacio, Bacio, Ferre. Was kann ich tun? Ich warte auf euren Befehl. Ich könnte versuchen, sie Insekten zu schwarmen, aber. Ja, die drei stehen da auch wirklich an der beschissensten Position überhaupt. Das hier ist wesentlich aufregender als jeder Zirkus. Ja? Ich denke, ich kann auch auf einer Mauerspitze tanzen. Schneller als Komm, ruft euch zu sich. Ich bin bereit. Jawohl. Braucht ihr wie etwas? Ihr wünscht.
Haben die einen Plan? Wo rennst du hin? Du bann erstmal. Oh Mann. Hat wieder nicht geklappt, wie ich es mir vorgestellt habe. Also die Stelle ist jetzt richtig schwer gerade. Keine große Herausforderung. Schneller als Chick-Ticker, schnell Pratze. Allein schon der Tatsache, weil... Die Dienerin der Natur ist bereit. Ach, Metallauseinandersetzung ist gerade aktiv. Was kann in Bayerwans Namen? Es soll geschehen. So. In Kurtus. So, dann. Ich warte. Ich warte auf euren Befehl. Das hier ist wesentlich aufregender als jeder Zirkus. Ja? Schon erledigt. Fragt nur, was immer ihr wünscht, wenn ihr es wollt. Das war schon um einiges besser. Furcht ist etwas für Leute ohne Selbstvertrauen. Torm ruft euch zu sich. Ich bin bereit. Wurde aber auch wenn ich der Gruppe sprecht, frei die Dien, aber gerne. So, Kelton. Ich schon unterwegs. Ja, die Gebirgsbären bringen jetzt gerade einiges ab. So. Ich bin, wenn es von Nutzen ist. Gut. Es muss nur noch die Lähmung von ihr aufgehoben werden. Und wir sind fein raus. Dann heilen wir mal Yahira wieder. Gut, und wir haben das Problem gelöst. Ich denke, ich kann auch auf einer Nadelspitze tanzen. Die Natur könnte selbst hier Einzug finden, wenn der Ort nur gereinigt und das Gleichgewicht zurückgebracht würde. Ich habe kein Stein zum Fleisch dabei, oder? Doch, ich hätte einen Stein zum Fleisch, aber... Notfälle. Ich denke, ich bin soweit. Ich kann auch auf einer Nadelspitze tanzen. Ich warte. Nun gut. Da war ich so übereilig. Diesmal habe ich einen Rettungswurf geschafft. Auch gut. Ob der mir so schnell aber nochmal gelingen wird, ist die andere Sache. Ihr braucht meinen.
meine, so gut sind die Rettungswürfe von denen jetzt auch nicht ganz. Wo sehen Sie den denn? Ja, Rettungswurf 9 ist also der Wurf ganz gut gelungen. Ja, wahrscheinlich durch die Mitte durch würde es gehen. Ein Verseuchter. Verseuchtes Kind. Noch ein Verseuchter. Fragt, wenn ihr es wollt. Ich entsinne mich. Okay, muss ich mir jetzt Sorgen machen? Nicht wahr? Noch eine Verseuchte. Ja, mit einem Blick durch die Stütze stellt ihr fest, dass das Innere des Gebäudes baufällig ist. Es wäre gefährlich, es zu betreten. Hier fort mit euch, Schatten. Wir sind schon jetzt von Dunkelheit umgeben. Was ist das für eine Krankheit, von der ihr da befallen seid? Einige denken, es ist das Verwelken des eigenen Seelen. Andere hoffen, es ist eine Bestrafung, denn das würde bedeuten, dass sich doch irgendjemand um unser Schicksal scheren würde. Wir tun unsere Pflicht und wir bleiben krank. Das ist alles, was zählt. Ach, mein Bär hat sich aufgelöst. Ich dachte jetzt gerade schon, was ist das für ein Zauberding gewesen? Natürlich. Ja? Hallo. Das war's. Ich bin hier ein Fremder in eurem im Nebel der Zeit verloren und dazu noch verschüttenden Stadt und alles, was ihr sagt, ist Hallo. Hallo dich doch selbst. Darf ich euch fragen, wer ihr seid, ohne allzu neugierig zu erscheinen? Was ist das für ein Ort? Sprecht oder ihr werdet oder ich werde andere Seiten draufziehen. Das ist alles? Hallo? Was soll ich denn groß sagen? Soll ich das Wunder eurer Ankunft preisen? Soll ich die schier endlose Zeitspanne der Zeitalter beklagen? Soll mir die Knie zittern, nur weil ich euer Antlitz schauen darf? Ich bin sicher, ihr würdet euch gleich viel bedeutender fühlen, aber ich bin einfach nicht an euch interessiert. Ich denke, ihr werdet noch feststellen, dass unser Interesse nur sehr wenigen Dingen gilt. Dann sagt mir, wer ihr seid. Was ist das für ein Ort? Ah, ihr wünscht also eine ausführliche Erläuterung. Das ist ja wieder typisch. Ihr solltet das wirklich einmal aufschreiben, damit ich es nicht wieder und wieder wiederholen muss. Naja, wir hatten ohnehin nicht gerade häufig Besuch. Wir sind die Wächter. Wir hüten den Tempel. Das ist sehr wichtig. Denn alle paar hundert Jahre kommt jemand dahergelaufen, der ohne uns einfach hineinstolpern würde. Wir haben vergessen, was wir bewachen. Wir haben vergessen, seit wie vielen Generationen wir hier sind. Und wir haben vergessen, wie es ist, ein Ziel zu haben. Aber es muss doch irgendeinen Sinn haben, wie Mr. Temple geweiht. Eure Bestimmung scheint euch wirklich mächtig zu begeistern. Warum bleibt ihr dann überhaupt noch hier? Was ist das für ein Gebrechen, an dem ihr alle leidet? Es scheint mir, als ob ihr krank wärt. Wem ist der Temple geweiht? Der Tempel? Es ist schon so lange her, dass wir den Namen des Gottes ausgesprochen haben, dass sein Name fast von allen vergessen wurde. Was für eine Loyalität... Sind wir schon einem Wesen schuldig, das uns solch einem Schicksal verdammt hat? Warum bleibt ihr dann hier? Wir können nicht weg von hier. Wir können nicht einmal sterben. Wir werden wiedergeboren und unsere Seelen sind in einem endlosen Kreislauf gefangen. Wir müssen wieder und wieder erfahren, dass wir zu einem Schicksal verdammt sind, das nicht mehr von uns gewollt wird. Und unter welcher Krankheit leidet ihr? Wir leiden am Verfall unserer Gedanken und Seelen. Wir hassen die Macht, die uns am Leben erhält, immer mehr und deswegen lässt sie uns von innen heraus verrotten. Es gibt keine Heilung, es gibt kein Entkommen, es gibt kein Ende. Da werde ich versuchen, euch irgendwie zu befreien. Tut doch, was ihr wollt. Für uns gibt es ohnehin kein Entkommen. Wir haben unser Schicksal akzeptiert. Wir lehren dies den reinkarnierten Jungen, die es den Alten lehren, bevor diese sterben und wiedergeboren werden. Die Abmachung, die uns in diese Position gebracht hat, wurde buchstabengetreu eingehalten und daher ist es völlig unmöglich, dass wir den Fängen dieser Abmachung entkommen.
Unabhängig davon, wie sinnlos sie inzwischen geworden ist. Ihr werdet scheinen, es gibt keine andere Möglichkeit. Wir akzeptieren das. Wir erwarten auch nichts anderes. Ihr verehrt das Leiden wie ein Märtyrer im Marthas, allerdings fehlt euch der Stolz und der Zweck hinter eurem Leiden. Gibt es gar nichts, was getan werden kann? Habt ihr euren Handel um Gnade angefleht? Wenn ich euch einfach so in eurem Schicksal ergebe, werde ich einfach das holen, was ich hier suche und dann gehen. Fragen wir mal das Letzte. Wir können niemanden anfehlen, den wir nicht kennen. Wir haben seit mehreren Zeitaltern kein Zeichen mehr gesehen und sein Name ist für uns verloren. Nein, wir empfinden für den Tempel nur noch Verachtung. Nehmt, was ihr wollt, wir sind nur dem Namen noch nach Wächter. Es wäre wohl genauso gut, wenn wir hirnlose Skelette wären.